Allgemeinmediziner Friedrich Kehny an seinem beruflichen Zweitwohnsitz. Unter der Woche lebt er hier. Erst wegen Corona, jetzt aus Überzeugung. Den Wohnwagen hatte ich ja sowieso. Dann konnte man den doch da herstellen. Da war das doch ganz einfach, ne? Und so, seither steht er da. Und außerdem ist für mich als Hausmann sehr übersichtlich. Das sind 2 Quadratmeter, die kann ich gut pflegen. Nicht sonderlich viel Platz für den 1,96 Meter Mann. Und das ist sein Arbeitsweg. Zur Praxis in Mariaberg auf der Schwäbischen Alb. Eigentlich lebt er ja in Ulm. Und so pendelt Kehny. Montags hin, freitags zurück. Geh mal rein ins Badezimmer. Komm Sie mit. Der erste Patient für heute. Jetzt schon wieder langsam letztes Mal. Ne? Ja, ja. Das ist, man wird immer älter. Die beiden kennen sich bereits seit 33 Jahren. Also, wir haben jetzt vor ein paar Tagen Blut abgenommen und jetzt wollen wir gucken, was da drin rausgekommen ist. Von vielen Patienten kennt Friedrich Kehny nicht nur die Kranken, sondern die ganze Lebensgeschichte. Wir kennen uns ja seit ewigen Zeiten, ne? Auch schon die Kinder, die Schwiegermutter, die inzwischen seit hier gesegnet hat. Also das ist mir alles geläufig. Ne? Herr Knösser, kann sich wieder anziehen. Jawohl. Ich bin also sehr zufrieden mit meinem Hausarzt. Absolut, das weiß der. Er schilt ganz selten. Ja, ja. Dass es hier im medizinischen Versorgungszentrum Mariaberg überhaupt noch einen Allgemeinmediziner gibt, es ist Kehny zu verdanken. Denn eigentlich ist der seit 2014 im Ruhestand. Doch dann kam Corona und seine Kollegen holten Kehny zurück. 2021 der zweite Rentenversuch. Doch auch diesmal wurde der Mediziner reaktiviert. Das Gefühl, dass ich gebraucht werde, ist schon ein erfreuliches. Nicht? Und natürlich ist es mittlerweile so, dass mir natürlich diese Menschen ja auch am Herzen liegen. Nicht? Und andererseits das Institut als solches nicht ohne Arzt sein darf, eigentlich. Eigentlich. Denn alle Versuche, langfristig einen Nachfolger nach Mariaberg zu holen, scheiterten. Herr Kehny ist immer wieder unsere Rettung gewesen und wir sind mehr als froh, dass er hier weiterhin, trotzdem er schon mehrfach aufgehört hatte und auch natürlich aufhören könnte jederzeit, weiter uns hier unterstützt. Also ohne ihn wäre es im Moment gar nicht machbar. Eine Win-Win-Situation für beide. Aber es ist schon so, dass ich mich nur mit Zeitung lesen und Müll sortieren nicht wohlfühlen würde. Dieses schöne Gefährt, sein Arztmobil, altersgerecht. Und man muss an der Ampel nie den Fuß runternehmen. Und man fällt auch nicht um. Auf heißen Reifen geht's zurück zum Wohnwagen. Du kannst dich ja gleich mal über dein neu gekauftes Hemd freuen. Oh, jetzt hast du ein neues Hemd gekauft, das ist schön. Mit seiner Frau in Ulm telefoniert Kehny täglich. Und die ist gar nicht mal so unglücklich mit der Situation. Ich bin sehr froh. Er hat Beschäftigung, er ist fröhlich, er verdient Geld und ich habe ein bisschen Freizeit. Ein Arzt ist ja ein Arzt so lange wie der Papst ist. Das ist einfach so. Man lebt und hat den Beruf.